Malcolm, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, Malcolm ist back und heute kommst du zurück und machst da gleich ein Riesenspiel, gekrönt mit einem Tor. Hast du richtig Frust gehabt, so lange weg zu sein, ne? Ja, absolut. War eine schwierige Zeit für mich. Bin zurückgekommen, habe mich dann so langsam in den Rhythmus gespielt und dann bin ich wieder ausgefallen mit einem Muskelfaserriss in der Wade. Bin aber hartnäckig und beharrt geblieben und bin froh, einfach wieder zurück zu sein. Wie weit hilft dir denn die Mannschaft? Die haben dich ja in der langen Zeit damals um die Jahreswende rum schon getragen. Ist es jetzt ähnlich gewesen, dass sie gesagt haben, komm, irgendwann kommst du zurück und dann bist du wieder einer von uns? Ja klar, die Mannschaft hat mich immer unterstützt, auch in meiner Verletzungszeit immer wieder positiv zugesprochen. Und ja, ich wusste, dass meine Zeit wieder kommen wird und ich wieder super in die Mannschaft integriert werde. Sehr schön. Siehst du, alle freuen sich mit dir. Tobi, Dauerläufer vom Dienst. Heute hast du viel Platz gehabt, viel Raum, hast richtig Theater gemacht auf deiner Bahn. War es für dich eines der schönsten Spiele, der schöneren auf alle Fälle, weil die Gegenwehr vielleicht nicht ganz so groß war? Ja, die Gegenwehr, ich denke mal, man sollte jeden Gegner respektieren und ernst nehmen. Die haben es auch nicht schlecht gemacht, aber wir hatten das glückliche Ende bei uns. Schöne Tore gemacht. Ich glaube, man merkt, dass die Mannschaft sich jetzt dafür belohnt, wofür wir die ganze Saison gearbeitet haben. Manchmal vielleicht auch nicht so belohnt werden. Und einfach so eine Spiele sind einfach geil. Ich sag mal, Donnerstag 19 Uhr, 3000 Zuschauer, danach so eine Party. Jetzt kommen die Ostertage. Einfach schöne Erlebnisse, die man als Spieler gerne mitnimmt. Hat man irgendwann vorher mal dran gedacht, an das Hinspiel, was ja nicht ganz so dolle war? Ja, klar hat man das vielleicht kurz im Kopf so, aber wir wussten, dass wir zu Hause, wenn wir unser Spiel aufziehen, ist es ganz schwer für die Gegner hier. Und ich denke, das ist uns heute wieder gut gelungen. Und 5-0, ich denke mal, super für alle Fans, für uns, fürs Selbstvertrauen, du musst weitergehen. Was hat denn der Trainer euch ausgelobt, falls es einen hohen 2-0-Sieg gibt? Frei über die Feiertage oder wie sieht's aus? Ja, also über einen 2-0-Sieg haben wir natürlich nicht geredet. Wir wussten, dass wir Gas geben müssen, um uns vielleicht nach den anstrengenden Wochen jetzt, wo wir auch viele Spiele hatten, immer auch unter der Woche, vielleicht den einen oder anderen freien Tag zu ermöglichen. Und ja, wir freuen uns jetzt auf die Ostertage mit der Familie. Und dann geht's aber natürlich am Dienstag mit Fokus weiter, dass wir daran anknüpfen, wo wir heute aufgehört haben. Großes Spiel. Letzte Woche schon, heute wieder. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Ja, wir haben uns nach dem Eilenburg-Spiel natürlich zusammengerauft. Da war ein bisschen so ein Tiefpunkt. Aber wir wussten, dass wir, wenn wir als Mannschaft zusammenstehen und unsere Grundtugenden gegen den Ball Disziplin auf den Platz bringen, dass wir eigentlich jeden schlagen können in der Liga. Und das haben wir uns jetzt auch vorgenommen für die letzten Spiele. Dass wir, wenn wir dann auch gewisserweise auch mal ein bisschen Spielglück, braucht man natürlich auch immer. Da braucht man jetzt nicht denken, man kann jedes Spiel locker flockig gewinnen. So ist es nicht. Aber das wollen wir. Wir wollten eine Serie starten, haben das jetzt mit 3 Spielen schon angefangen, aber wollen das bis zum Ende durchziehen, falls das möglich ist. Ne? Wie weit hilft dir es denn, dass du den Vertrag verlängert hast, dass du also so ein Guter bist, dass man sich schon gebückt hat nach dir? ich hatte ja ein schweres Jahr bis jetzt. Also ich war sehr, sehr lange raus, wegen einer scheiß Sache, um ehrlich zu sein. Und da hatte ich eine enorme Wertschätzung trotzdem gespürt vom Verein, vom Trainerstab. Und das muss man, glaube ich, heutzutage in den aktuellen Zeiten auch zu schätzen wissen, dass du, obwohl es war ungewiss, also ungewiss, wie lange ich noch brauche, wann diese Scheiße weggeht. Und da musste ich, da war das für mich klar, dass du so eine Wertschätzung in dieser Phase bekommst von dem Verein, ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und das war, abgesehen davon, dass der Verein sehr, sehr geil ist, Traditionsverein, die Fans sind verrückt, hat man jetzt bei Erdig gesehen. War das für mich dann sofort klar, dass ich verlängern werde. Wie weit hilft dir das denn, dass du ein Allrounder bist? Eigentlich viele, viele Positionen nicht bloß mitspielen kannst, sondern auch gut spielen kannst. Dankeschön, danke erstmal. Das hilft natürlich, ich glaube, nicht nur mir, sondern auch der Mannschaft, dass wenn wir, das haben wir halt dieses Jahr auch zu viel gehabt, viele Verletzungspech gehabt, dann ist es natürlich auch wichtig, dass es Spieler gibt, die dann auch mal irgendwo anders einspringen können. Und dass ich das dann gut mache, ist natürlich umso schöner.